should die before I wake. It's 'cause you took my breath away. Losing you is like living in a world with no air. Oh. I'm here alone, don't wanna leave. My heart will move, it's incomplete. Wish there was a way that I can make you understand. Denkt ihr? Das war ein krasses Battle. Das kann ich nicht entscheiden. Safe nicht. Ihr habt's geschafft. Oh. Ich weiß nicht, was Alice, du hast es noch nicht geschafft. Du musst dich hier gleich entscheiden, musst zwei nach Hause schicken. Das wird nicht einfach. Das wird heute wirklich nicht einfach. Es ist auch echt schwer bei einem Dreier-Battle. Ich wüsste wahrscheinlich, wen ich nehmen würde. Obwohl alle nicht brilliert haben, sagen wir mal so. Ne? Jeder hatte so seine Schwierigkeiten. Aber mein Favorit wäre Barbara. Okay, Ray. Ich finde, drei Stimmen ist, ey, das muss sitzen und keine wirklich hat die Chance, wirklich zu scheinen. Irgendwie so. Ich könnte nicht entscheiden beneide alles auf jeden Fall nicht. Was ich bemerkenswert fand, ist, dass ich eure Einzelpassagen nicht so stark fand, aber die Mehrstimmigkeiten eigentlich ziemlich gut. Ja. Was eigentlich schwieriger ist, sozusagen zu dritt irgendwie klarzukommen. Aber witzigerweise war das genau andersrum. Also sonst war es so, dass jeder halt so seinen Teil wirklich gut gesungen hat. Und dieses Mal war es so, okay, jeder, der so seinen Teil singt, glänzt gerade nicht wirklich. Und ja, Sally und Barbara, von euch habe ich die größte Entwicklung auf jeden Fall gesehen. Bei Frederik ist es so, ich habe von Anfang an wirklich, ich habe mich in seine Stimme verliebt. Ich fand sie so glatt und so schön. Und deshalb wird die Entscheidung noch schwieriger, weil ich finde, Frederik, du hast dich nicht so entwickelt. Aber ich glaube, ich bin bereit, die Entscheidung zu treffen. Zwei müssen nach Hause. Einer oder eine kommt weiter in die Sing-Offs. Ich brauche einen Namen. Okay, ihr seid wirklich alle toll und es geht auf jeden Fall für alle von euch weiter. Und ich muss mich für die Person entscheiden, von der ich irgendwie komplett überzeugt bin, dass diese Person einfach eine magische Stimme hat. Barbara. Für mich und auf jeden Fall weiterkommen muss. Und das ist Frederik. Was? Frederik Dorra! Du bist der Gewinner des Battles! Frederik Dorra! Glückwunsch! Sie ist
Schießergarte. Was? Was? Der hat nicht damit gerechnet. Aber sie hat es auch so geredet, dass man nicht damit rechnen würde. Ja. Barbara, Sally, das ist jetzt eure zweite Chance. Der Steel Deal. Ist, glaubt ihr? Ihr habt ja alle schon jemanden im Steel Room sitzen. Also Barbara könnte, ich glaube schon, ich glaube Barbara wird Steel. Ja. Ihr müsstet jemand anders nach Hause gehen lassen. Also überlegt es euch gut. Die Zeit läuft für euch beide ab jetzt. Schnäppchen. Bitte, auf jeden Fall heißt das schon mal für Shia im Steel Room, er muss nach Hause gehen. Oh, Shia. So, und jetzt ist die Frage, für wen von den beiden hast du gebuzzert, Mark? Jesus. Ich habe für Sally gebuzzert. Sally, herzlichen Glückwunsch. Also du bist weiter. Sally? Sally? Nice. Du kommst in den Steel Room. Ich find's halt traurig, weil ich halt so wenig von mir zeigen konnte. Aber ey, ich hab's so weit geschafft. Ich glaube nicht, dass das viele Leute sagen können. Ciao, Leute!